Und die AI kann ja einen Platon nicht viel nutzen, da kannst du einfach hoch teleportieren und ja, da dein Zeugs hinpflanzen. Du bist angepasst, Masse ein bisschen verschoben. Aber das Prinzip gibt's ja auch noch gar nicht, ne? Also, so als Invasion. Es gibt in Pfaff gibt's natürlich einige Maps, die so funktionieren. Aber die, die haben dann noch ziemlich viele Scripts dahinter. Zum Beispiel eben, das ist ein bisschen doof, weil die Abwehrtürme, die sind Zivilisten. Und die AI muss natürlich die auch zuerst zerstören, bevor sie zu dir kommen kann. Müsstest du alles skripten, dass die Abwehrtürme schon zur AI gehören. Das geht halt dabei auch nicht. So dass du wirklich dich durchkämpfen musst. Ja, so wie in der ersten Mission, das wäre ein Dream, glaube ich, für mich. Wie in der allerersten Kampagnenmission von Supreme Commander Forged Alliance. Kann mich nicht mehr erinnern, ich will es immer wieder spielen, aber ja. Also die allererste Mission ist die, wo du auch unten links in der Map spawnst, dann wählst du ja erstmal deinen Commander aus. Und also welche Fraktion du sein willst, du kannst ja hier in dem Spiel alles spielen. Das ist auch sehr cool gemacht und die reagieren ja auch immer anders auf dich, die Leute. Auch sehr modern fand ich damals für so ein altes Spiel. Und die Kampagne ist komplett gescriptet. Da passiert immer das Gleiche. Ja, aber die Textzeilen oder das, was sie sagen, ist ja auf dich abgeschnitten. Das heißt, die Aeon-Tuse, die ist dann ganz froh, wenn die dich sieht und alles drum und dran. Während dann der UEF-Dude die ganze Zeit kacke zu dir ist. Der ist aber gefühlt immer kacke zu dir. Und also die erste Mission ist, du spawnst ja, dann musst du erstmal dich durch den Strand da kämpfen auch. Ne? Und dahinter ist dann nochmal so eine kleine Stadt, die dann angegriffen wird, wo du dann auch als optionale Quest noch Busse eskortieren kannst. Und danach kommt dann halt so ein Rush von aus einer gegnerischen Ion Base mit so ganz vielen Kolossen. Und wenn du das überlebt hast, kannst du dann zur Endbase kommen, wo dann die Seraphim oben rechts spawnen und oben links dann so eine riesen UEF Base, wo dann auch immer Einheiten patrouillieren und so. Das ist richtig cool gemacht, finde ich. Also KI-Technik sowie halt einfach so, weiß ich nicht, szenarisch sehr gut dargestellt. Und die habe ich mit am meisten gespielt, die erste Mission. Ich fand die so cool gemacht. Generell eigentlich alle Missionen sind sehr cool gemacht. Das sind zwar nicht viele und die Kampagne geht in dem Sinne nicht lang, aber ganz ehrlich, früher ging das Spiel lang. Ja. Das ist schon krass. Als wir noch jung waren. Ja, da hast du stundenlang davor gesessen, um dann, keine Ahnung, jetzt hier Sachen in 20, 30 Minuten zu erledigen. Das ist ja schon was ganz anderes jetzt mittlerweile, zum Glück. Ich habe ja damals schon mich immer informiert gehabt, ob sowas jemand halt machen wollen würde, bin aber nie auf so ein Projekt gestoßen. Deswegen war ich so glücklich, dass ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf diesen Mod hier gekommen bin, aber irgendwo habe ich das mal aufgeschnappt im Internet. Da war ich direkt angefixt. Ich dachte mir so, was gibt jetzt ein Mod, das nicht mehr leckt? Sehr übel gut. Und dann habe ich rumgeguckt und ja. Es leckt immer noch einfach sehr viel später. Ja, aber das ist ja voll okay. Na, also jetzt habe ich zum Beispiel, bin ich in einem Stand von Stunde 30. Das Game geht auf plus 0, ich kann das jetzt sogar noch auf plus 5 schalten von der Geschwindigkeit. Das ist voll fein. Wenn das jetzt nach 3 Stunden auf einmal nur noch auf plus 0 oder minus 1 läuft, weil ja die ganze Map voller Units ist, dann ist das immer noch okay. Ne? Aber nicht, wenn halt eine Sekunde 10 Sekunden dauert oder so, dann, wenn du dann so einem Scout schon zugucken kannst, wie der so ganz langsam wo lang fliegt, um dann irgendwo hinzukommen und der dann schon eine Minute oder so bis zu seinem Ziel braucht, dann wusstest du auch schon so, das wird noch sehr, sehr lange dauern. Mein Kollege, ich glaube, sein Rekord ist irgendwie 6 Stunden. Ein 6-Stunden-Game. Der war dann irgendwie am minus 1 oder so. Jetzt den Lautmod? Ja. Okay, und wie viel RAM hatte der dann noch übrig? Ah ne, das ist nichts, ich sag mal so, irgendwann ist fertig. Okay. Da geht er nicht mehr so, das sind 20 Kilometer Map. Wenn du nur gegen eine AI spielst, dann kein Problem.
Okay. Und wenn du gegen einen 2.7 AI spielst. Gut, du spielst jetzt aber. Du kannst ja schauen. Der Supreme Commander. Das Supreme Commander.exe. Wie groß, wie viel RAM das die jetzt braucht. Ja, also jetzt aktuell 646. Das habe ich immer im Auge. Also der Taskmanager ist immer offen, wenn ich Supreme Commander spiele. Also eine 10 Kilometer Map musst du keine Angst haben. Ja. Ja, deswegen ist halt auch die Map so cool und die du halt gemacht hast für uns. Deswegen mag ich die halt auch so gerne, einfach weil 10 Kilometer so perfekt sind für so viele Situationen. Und die ist halt auch sehr gut aufgeteilt, halt die, also von der Situation her. Die spiele ich immer noch, wenn ich so auf jeden Fall verlieren will und das Spiel nicht lange gehen soll. Aber solange versucht habe zu überleben, dann würde ich das machen. Hast du ein Key für Finals bekommen? Ah, ich habe mich nicht beworben tatsächlich. Hätte man das jetzt noch machen können? Ich habe das ja gestern noch beworben, dass man das machen kann, aber ich habe das selber nicht gemacht, fällt mir gerade auf. Kann man das noch machen? Zugriff anfordern. Komm, ich mach das. Ihr Interesse wurde festgehalten. So, ich habe mich jetzt beworben. Oh je. Ach du Kacke, jetzt geht's wieder los. Okay, 2 Fatboys, das geht doch. Oder ein Vyvern? Ein Vyvern ist dabei. Fatboy und Vyvern. Ansonsten nur Arty. Der hat jetzt Bock, mich wegzubomben. Ein kleines Stuff, okay. Ja, ist okay. Ich hab bis jetzt erst 4 Mayhems. Das ist viel zu wenig. Ich brauch halt schön 20, also das ist kein Spaß. Und dann brauche ich noch Schilde. Die Tactical Missile Defense und die Nuke Defense habe ich auch schon mobil dabei. Er hat 12 Nuke Defense Dinger. Sollte reichen. Dann muss ich mir nachher meine Trupp machen. Bei Cybern habe ich die alle getarnt mit Cloaking und Stealth Field. Die habe ich dann mitgeschickt. Die wurden trotzdem komplett mit Tactical Rockets eingedeckt. Ich weiß auch nicht, wie der die gesehen hat, aber vielleicht mit Scouts, wenn er drüber geflogen ist oder so. Aber ja, da kann ich ja auch nichts gegen machen. Ich habe den jetzt aber angefordert, den Key, also ja. Sorry, I guess. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe da gestern selber beworben und habe selber nicht auf Key anfordern gedrückt. Dabei sah das Spiel so lustig aus. Ich bin zwar nicht so gut in Ego-Shootern, ich spiele die hauptsächlich aus Spaß, tatsächlich so Battlefield 5 oder so. Aber ja. Ja, also ich habe meinen bekommen. Ja. Wahrscheinlich hätte ich meinen auch bekommen. Vielleicht kann ich irgendwo angeben, dass ich Streamer bin, dass ich der ihr Produkt bewerbe auch noch. Manchmal hilft das. Ich schreibe denen dann so, ja, mein einziger Fokus war jemals im Leben, ein Spiel wie Finals zu spielen. Mein ganzer Kanal ist darauf ausgerichtet, dass falls mal ein Ego-Shooter wie Finals kommt, ich das spielen würde. Ich würde mir irgendwas Lustiges einfallen lassen. Die haben bereits ihre Streamer. Ja, ich weiß. Das ist doch Quatsch. Ich bin ja auch jetzt nicht jemand mit, keine Ahnung, paar hunderttausend Leuten Reichweite. Dann überlegen die sich das dreimal, ob die das ablehnen. Weil dann könntest du ja auch Negativrezensionen da lassen oder so ohne Ende. Aber ja. Arschig kannst du halt immer sein irgendwie, ne? Auch wenn du nicht streamst. So, was macht er denn jetzt? Er baut nur noch Arty. Er will nicht wegbombardieren. Okay. Erstmal den Fettball mit weiter. Nur Technik. Warum sind die jetzt hier? Ist auch so krass, wie im Rapid-Fire-Modus schießen für die Technical Missile Launcher. Ne? Ich finde das so krass. Das ist auch so cool. Als ich das entdeckt hatte, oh, das ist ein Goliath dabei, den habe ich eben nicht gesehen. Fertig. Das war das Bild. Da die jetzt viel speichern können, ist das schon sehr viel Schaden, den man da machen kann. Nein, das Schild hat sich replenished in dem Moment. Oh. So viel Glück.
3 haben die noch. Ja. Und jetzt steht jetzt wieder der Witch, hab ich extra noch eine zweite Salve geschossen. Der Greenwood ist Half-Life. Dann kriegt er jetzt noch mal eine Salve. Mir noch, immer noch keinen eigenen Schaden gemacht. Dann habe ich das eben irgendwie provoziert wahrscheinlich. Das ist dann nicht genau wie, aber irgendwie muss ich selber schuld gewesen sein. Vielleicht hast du ja noch Glück. Ja. Also bis jetzt ist meine Erfahrung so, Pech im Spiel und in der Liebe. Ne? Deswegen, ja. Aber ich bin immer froher Dinge. Die Hoffnung ist da. Ja, ist schon ein bisschen dumm, wenn man dafür auch noch Werbung macht und sagt, ja hier, guck mal, das Spiel ist hier ganz toll. Ja. Da könnt ihr euch sogar noch anmelden für die Beta, für die Close-Beta und so. Und dann sich selber nicht bewirbt. Doch nee, das Spiel ist schön. Ich spiele es aber selber nicht. Der läuft hier hinter hin und her, das ist schön assi. Mal aufhören damit. Ja, warum so viele Support-Commander dran und das reicht immer noch nicht? Passt. Ich kriege 1500 Masse pro Sekunde. Die siebte Mayhem. Na gut. Das wird ein FPS-Wreckfest auf jeden Fall, wenn ich die losschicke. Der kommt jetzt wieder mit. Also er irgendwie denkt er sich, jetzt muss ich ganz viele kleine Einheiten spammen. Das macht ihn komplett nass. Ich hau mich dann direkt auch wieder hin. Viel Erfolg mit deinen Raketen. Ich probier's. Hast es ja sogar vor 0 Uhr heute geschafft, ne? Sehr gut. Wie lange brauchen die denn zu bauen? 25, ja okay, krass. Da sind so viele Worker dran. Ich dachte, dass das schon mehr geht mittlerweile. Was ich noch sehr interessant fand, war, wenn du Support Commander baust im FAF-Modus, ja, dann kannst du da irgendwie einstellen, dass du den direkt mit dem Ressourcen-Upgrade bauen kannst. Das fand ich sehr interessant. Dann kosten die einfach mehr im Prinzip. Und dann kommen die aber direkt mit dem Ressourcen-Upgrade raus. Bei Loud kannst du einen Marker auf dem Boden kleben. Mhm. Und wenn der Support-Commander in die Reichweite dieses Markers kommt, upgradet er dementsprechend, was du gesagt hast. Wie geht das? Ich habe das auf Shift-Q gelegt. Momentchen zu nehmen. Das ist nicht dann. Shift-Q. Ich muss jetzt schnell nachschauen. Ups. Jetzt habe ich irgendwas. Jetzt habe ich was gemacht, was ich hätte machen sollen. Ah, Scheiße. Team 2. Dann muss das hier mit Schilden Team 3 sein. Okay. Jetzt nicht mal alle Schilde Team 3 zu Commander, an enemy fat boy has been sighted. Okay, das Keybinding heißt Place SCU Auto Upgrade Marker.
wenn du es machst, dann gibt es ein kleines Pop-up. Da kannst du sagen, okay, Engineer. Oben rechts kommt dann wieder ein Pop-up. Da kannst du sagen, was es upgraden soll. Und dann ist der Marker auf der Map. Du kannst ihn auch verschieben, wieder löschen. Und zwar also über einen. Chat einfach Place? Nein. Du musst zuerst mit F1 ein Keybinding machen. Das ist das erste Mal, dass ich dieses Menü sehe. Ah, okay. Okay. Die F-Tasten, die spamme ich meistens nicht im Spiel durch, weil ich mir nie sicher bin. F5 ist meistens schnell speichern, bei allem anderen kann schlimme Dinge passieren. F5 Create an Alert Ping. Ah ja, genau, hier war ja das mit den Pings. Stimmt. Ja, und gehst du ganz nach unten? Ganz weit unten. P wie Pascal. Ach, bei... Okay. Weiter unten, bis du zum P kommst. Jetzt bist du zu weit. Ja. Nach oben. Place is you also upgrade, ja, genau. Commander, muss jetzt ein Binding machen, also Shift-Q. Shift-Q ist gut. Zum Beispiel. Also das brauche ich zum Beispiel nicht. Assign Key. Auf den Button Assign Key klicken. Unten. Ja. Und jetzt. Genau. Zoom, View, in Fast, also schon. Ja, Zoom, rein Zoom, Fast. Nee, eben. Achso. Brauchst du gar nicht. Genau. Machst du zu? Nee. Was machst du jetzt? Aha, nee, brauchst du nicht. Kannst du weglassen. Einfach cancel. Aber es hat funktioniert jetzt. Ja, hat funktioniert. Machst du wieder zu? Okay. Boost your Upgrade-Type. Genau. Combat, Engineer, Cancel. Jetzt gibt es ja zwei Upgrade-Paths. Für Combat oder Engineer. Wenn du jetzt auf Engineer gehst... Genau. Ah, und dann kann ich hier... Und jetzt ist oben rechts ein Pop-Up. Dann wählst du aus UEF. Dann kannst du auswählen, was... du kannst auch mehrere Sachen auswählen. Dann upgradet er sich einfach dementsprechend. Und am Schluss okay. Und das ist gar nicht das Ressourcending. Das ist ja bei. Das ist ja auf dem rechten Arm. Resource Allocation System. Was kannst du denn upgraden? Resource Allocation System. Ist das Combat vielleicht? Nee. UEF. Oh, da fehlt noch. Da fehlt noch was. Ja, da fehlen die Ressourcen. Nee, du musst doch. Ah! Klick, du hast da noch einen kleinen Schlüssel und ganz oben, rechts vom Dropdown-Feld UEF. Genau. Ah, jetzt. Okay, ja, dann muss ich nochmal Engineer drücken. Wahrscheinlich. Ja. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Kann aber sein, dass da ja, letztens. Da ist es. Letztens wurde wieder was geändert. Kann sein, dass es nicht mehr so gut funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich hab's schon gelenkt. Also die Upgrades, die ich jetzt hier in das Feld reinnehme, sind dann die Upgrades, die er macht? Oder müssen die oben in dem kleinen Feld sein? Jetzt habe ich nicht verstanden, was du meinst. Müssen die hier in dem großen Feld sein? Oder oben? Da ist ja so eine kleine Schnellauswahl. Ich muss mal gerade speichern, bevor ich hier gleich auf die Fresse kriege. Oder passieren. So. Ich probiere das mal einfach aus. Ja, ich habe jetzt gleich ein Problem. Wieso macht das nicht? Du kannst irgendwie nicht nur eine Sache auswählen, ne? Du kannst mehrere auswählen. Aber nicht nur eine. Doch. Irgendwie klappt es nicht mehr bei mir. Ich muss das mal mit dem Programmierer besprechen.
Ansicht ein. Ah ja, du kriegst Besuch. Ja. Den einen auch gerade mit Raketen wegmachen müssen. Mittlerweile 16. 16 ist schon mal eine gute Zahl an Mayhems. Aber ob das reicht, weiß ich nicht. Normal. So, wenn ich das jetzt hinsetze. Der ist automatisch ein Schild. Und das Energieding, oder was? Der hat jetzt auch das gemacht. Und die machen dann halt beides vom rechten Arm. Ne? Du kannst halt nicht nur eine Sache auswählen, sondern immer nur Heavy Plasma Reflektor und das Ressourcen-Allocation. Du musst einfach alles rausnehmen. Das geht nicht. Warte, ich zeig's dir nochmal. Okay. Bei UEF, ja. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auswähle das, dann ist das ja oben drin. Oder muss ich oben aus der Leiste alles rausnehmen und nur so? Ja, klick mal alles raus. Ja. Okay. Das heißt, oben darf in der Leiste nur das Kit sein mit Ressourcen. Irgendwie, es funktioniert nicht mehr, weil es wurde ja was geändert. Du hast jetzt drei oder sogar vier, wenn du upgraden willst. Wurde alles angepasst. Das kann sein, warum ich hier dazu. Das war gerade erst letztens. Weil bei mir klappt es jetzt gar nicht mehr. Ich kann nichts upgraden. Die upgraden das jetzt gerade von mir, wenn ja alles alleine. Der eine hat den Schild geupgradet und das Ressourcending. Der hier hat jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das Plasma Reflektor Ding, Energy, wahrscheinlich einmal alles. Einmal alles bitte. Gar nicht. Der hat jetzt automatisch was gestartet, da bin ich jetzt mal gespannt. Genau. Ja, jetzt. 19. Ja, mit 20 werde ich mal gucken, ob es funktioniert. So. Also lange beide dieses Energie. Also es ist das Nachbildung nicht so gut mit dem. Ja. So. Aber da hat eben das noch falsch eingestellt. Der hier müsste als nächstes das hoffentlich bekommen. Wenn der sonst kein Upgrade macht, dann bin ich zufrieden. Aber das ist schon interessant, das wusste ich auch gar nicht, dass das geht. Ne? Ja, du kannst allein deinen Punkt definieren und alles, was aus deinem aus deiner Quantum Gate kommt, gleich dahin schicken zum Beispiel. Ja gut, das also weiß ich, wie man. Dazu muss man sich ja auch erstmal umgeklickt haben, damit man das findet. Ja. Boah. 20. Ja, jetzt hat's geklappt. So. Da bin ich schon das Zeugs im kleinen Feld. Also. Ja, okay, also das war das, was ich eben meinte, wo du mich nicht ganz verstanden hattest, was ich fragen wollte. Das, da ging es genau darum, ob das ins kleine oder ins große Feld ist. Aber macht ihr nicht. So, jetzt muss ich noch warten, bis die Bäume da fertig sind. Dass ich dann da einfach rauslaufen kann, wobei da kommt direkt die nächste Armee. Da muss ich halt einfach irgendwie gegengucken. Ich glaube nicht anders. Ich schicke jetzt das alles, was nachproduziert wird, auch nicht so. Und der Attack Move funktioniert nicht auf A bei FAF, das müsste ich auch schmerzlich erfahren. Wenn du A linksklick irgendwo hin machst, dann schießen die einfach auf den Fleck da. Und dann gibt es dann nochmal so einen extra Angriffsbutton, der ist dann nochmal neben dem Attack Button. Und
damit kannst du dann dich bewegen und einfach nur angreifen, alles was in der Gegend ist. Ja, und der Ingenieur saugt das Zeug auch auf mit dem Attack-Button. Was laut. Ja, das ist gut. Das ist tatsächlich ja auch sinnvoll. Also da kannst du, egal wo du hinschickst, die Engineers, die machen dann immer alles auf jeden Fall weg. Das ist schon mal sehr gut. Also auch gegnerische Sachen und so. Da muss man sich dann nicht mehr so viel darum kümmern. So, vier Boys, noch zwei. Ihr müsst jetzt auch loslaufen. Und ihr fahrt dann hinterher. Eieiei, den Gegner entgegenlaufen ist immer ganz kacke. Ich habe nicht mal Arti zur Unterstützung gebaut bis hierhin. Müsste ich vielleicht mal ein, zwei bauen. Eieiei. Die Raketen von den Mayhems immer noch. Etwas um mal zu sehen. Ach, die besten Pommes hinten aus der Base wieder aus. Verblödet oder ver... Ciao! Ja. Ganz langsam schaffen sie es. Sie sind halt wichtig zur Raketenabwehr, deswegen habe ich mich überhaupt dabei. Für nichts anderes sind die im Prinzip da. Das sind sehr, sehr teure, sehr tankige Raketenabwehrwerfer. Tactical Missile Defense. Keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Das ist auch so schlimm mittlerweile. Und zwar weiß ich einfach nicht mehr, wie das auf Deutsch heißt. Habt ihr die Raketenabwehr? Bitte? Taktische Raketenabwehr? Ja, ja, genau. Ja, ja, die, aber mobile taktische Raketenabwehr, ne? Ah. Ist halt dann im Englischen auch schneller und deswegen redet man dann halt auf Englisch und sagt dann halt Tactical Missile Defense. EMDs. Dings. EMDs. Ja. SMDs, ne, für Strategic. Genau. Genau. Los, fangt all die Raketen ab, es leckt ein bisschen. Adam. Ja, das ist halt wirklich. Taktische Raketen sind halt insane, wenn du jetzt gegen der UF und so spielst. Und die. Oh ja. Das, was passieren kann, ist ja jetzt gleich, dass die. Wenn ein Mayhem relativ low ist und alle anderen auch, dass sie dann halt einfach drauf geht währenddessen. Das will ich natürlich auch nicht. Also die machen dann, das ist dann so eine Chain Reaction, die machen ja auch einen Schaden in der Umgebung.